herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Farming Simulator Reality. So, ich werde mich hier mal an den Job machen. Ich habe, glaube ich, irgendwie... Hallo? Warum komme ich hier nicht mehr rein? Dann muss ich gleich mal den Herrn Knoll anrufen. Läuft die Aufnahme schon? Ja. Okay. Herr Knoll, hoffentlich kommt wissen er gleich. Wissen Sie den Auftrag? Wissen Sie alles, oder? Ich weiß alles, aber ich habe irgendwie den Schlüssel, glaube ich, verloren. Oder haben Sie den letztes Mal wieder eingesteckt? Ach so, das war wegen Unfall. Stimmt. Ich komme hier irgendwie. Geben Sie mal her. So. Er ist Kille. Sie müssen den einfach nur einstecken und dann können Sie schon auf den Startknopf drücken eigentlich. Ah, jetzt komme ich. Ja, genau. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, gut. Passt. Vielen Dank. Ich komme später nochmal vorbei mit dem Radlader. Ja. Und schaue, dass ich das ganze Holz dann auflade. Können Sie dem Sepp oder können Sie vielleicht irgendwie noch den Anhänger da wegstellen? Und das Auto das hinten? Das mache ich, ja. Danke. Wäre klug, wenn Sie eine Stricherliste von den Bäumen zählen. Also nicht von den Schneidstücken, sondern einfach nur Bäume. Anzahl der Bäume. Genau. Sie rechnen nach Bäume ab? Ja. Okay. Gut, passt. Mach ich. Tschüss. Gut. Danke, ciao. So. Okay, dann machen wir das mal. Ich guck mal, ob ich hier... So. Eine Strichliste für die Bäume soll ich führen, eigentlich. Ich glaube, ich spinne. Jetzt muss ich gerade nochmal. Hallo? Hallo, Herr Sepp. Könnten Sie mir gerade noch, den Zugang zu Ihrem Land geben? Ja. Gut, vielen Dank, weil ich muss Ihre Bäume abholzen. Ja. Okay, gut. Danke. Danke, bitte. Tschüss. Tschüss. So, warte mal. Hoffentlich. Brauche hier viel Platz. Ich hoffe mal, dass ich das hinkriege. Ich muss irgendwie hier mal noch die Länge einstellen. 8 Meter hatte Knoll gesagt. Oh, der ist aber mutig hier. So, jetzt kann es losgehen. Eine Strichliste, okay. Ihr müsst ein bisschen mitzählen, glaube ich. Ich muss irgendwie... Der Knoll, der läuft hier viel zu nah rum. Hä? Oh. Ich soll hier das ganze Holz abholzen, ey. Den ganzen Wald.
Da habe ich mich ja auf was eingelassen. Ey, wehe, der zahlt nicht gut. Der Anhänger hier steht nicht so perfekt. Ich hoffe mal, dass es hier gut geht. So, zwei. Ich mache erstmal die, die geradeaus stehen. Soll ich die auch sortieren? Ich bin mir nicht sicher. So, ich glaube, ich sortiere die dann mal. Gut, dann ist Nummer 3. Hoffentlich kommen die schnell hier nach mit abtransportieren. Oh, ich hab den Anhänger irgendwie. Warte mal. Kann ich da in das Auto rein? Ah ja. Stelle ich den gerade mal ein bisschen auf die Seite hier. So. Also sonst mache ich den hier ganz kaputt und dann muss ich nachher mehr zahlen, wie ich verdiene. Das wäre ja ungeschickt. Kann ich hier dann gerade zurücksetzen. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das hier anders gelöst krieg. So. Irgendwie, ich mit der Knolle hat gesagt, das ist alles so einfach, aber ich glaube, für mich ist es doch nicht so easy. Aber warte mal, ich muss mal gerade. Oh. Was ist denn heute los? Warte mal, wie viele Bäume habe ich denn jetzt? Ich kann ja nachher die Baumstümpfe zählen. Ich vermute, der Ausleger ist zu weit draußen. Nein! Scheiße.
Muss mal gerade den Knoll anrufen. Nee, der soll mich anrufen. Der muss mir eine Kettensäge bringen. Oder soll selber vorbeikommen, eins von beiden. Hallo, Herr Knoll. Servus, du, ich habe gelesen, dass du mich anrufen wolltest. Nee, du solltest mich anrufen. Achso, ja, das ist ja. du, ich brauche, glaube ich, doch mal eine Kettensäge oder so. Was ist denn jetzt los jetzt? Der Harvester ist ausgegangen. Ah, jetzt. Der Harvester ist ausgegangen, da liegt noch ein Baum rum mit Ästen. Okay. Bring ich dir was vorbei. Okay, gut. Passt. Ansonsten ist, glaube ich, der sechste Baum, der jetzt gerade gefallen ist. Okay. Oder am Fallen ist. Stricherliste, weil wir rechnen das nach Bäumen ab. Ja, im Moment ist ja noch kein anderer hier mit am Arbeiten, oder? Na. Gut, dann kann ich ja nachher einfach die Baumstümpfe zählen. Oder so, ja. Das passt ja dann aber im Moment. Stimmt, dass ich mich erinnere, ich hole noch nicht so. Ja, was machen Sie? Ich hole eine Stumpfprofessor. Ja, das sollten wir halt jetzt noch nicht machen. Ja. Jo Mai, was ist denn da los? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ganz schlimme Kopfschmerzen gerade. Ja, mir wird langsam übel. Ist ganz komisch. Ja, ich weiß gar nicht wieso. Ich weiß auch nicht. Aber sonst passt alles. Arbeit mit dem Harvester. Alles soweit gut. Ich habe den blauen Pickup habe ich mal ein bisschen weggestellt. Der stand ein bisschen zu nah. Ich weiß gar nicht, wem der gehört. Blauer Pickup? So ein Ford? Ja, ich glaube. Der mit vor großen dem, Reifen. Der vor dem. Ja, genau. Vor dem Anhänger stand. Den habe ich mal weggestellt. So, ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier, so bin ich noch nie Harvester gefahren. Irgendwie, aber ich habe irgendwie Schräglage, ich weiß gar nicht warum. Ich teste mal gerade noch ein bisschen, aber ich krieg das hin. Okay, passt. Gut, danke. Dann, tschö. Tschö, mit Ö. Ich muss irgendwie den Ausleger weiter reinkriegen, sonst habe ich hier immer Schräglage. Oh mein Herr. Weiß gar nicht, wie kriege ich denn den? Nee, das war so. Das auch nicht. Ah, so war das. Nee, doch so. Ah, jetzt habe ich's. Okay. So. Jetzt muss ich den Knoll doch nochmal anrufen. Jetzt muss der Knoll mich doch nochmal anrufen, weil ich habe so ein bisschen Bammel davor, dass hier irgendeiner in die Forstarbeit reinfährt. Und dann bin ich schuld. Hallo? Hallo Herr Knoll. Servus. Tut mir leid, dass ich Sie schon wieder belästigen muss. Überhaupt kein Problem. Aber das ist ja jetzt zwar eine Privatstraße,
Aber ich habe irgendwie immer die Angst, wenn ich rückwärts da fahren muss, dass da doch einer mal steht und ich mit dem Harvester da voll gegen die Karre fahre. Das heißt, wir sollen absperren. Es wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, ja. Passt, dann komme ich gleich mit Absperrwändern und was noch notwendig ist, genau. Oder zumindest genau. So ein Hinweis, dass hier Forstarbeiten stattfinden. Ja, ja, ist klar. Ich meine, zwar gut, Privatgrund, aber... Ja, ja, na, Sicherheit kommt, geht immer vor. Man denkt ja mit, ja, soweit es geht. Ja, perfekt. Okay. Ich bin jetzt eh gleich auf dem Weg mit dem Rad, Alter. Supi, die Bäume stapeln sich schon. Ja, perfekt. Und bis gleich. Sehr gut. Tschüss. Ciao. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles erledigt. So. Hoffentlich zahlen die mir hier gut. Ey, wenn die nicht gut zahlen, dann weiß ich auch nicht. Mal gucken, ich will die großen Bäume haben und nicht die kleinen. Die großen geben bestimmt ein bisschen mehr. So. Bin mal gespannt, wie viele Bäume ich da schon gefällt habe. Gleich mal gucken. Naja, kommt er hier an und ich kann gar nicht sagen, wie viel ich schon gearbeitet habe. Irgendwie. Ei, der Kopf, der wackelt aber ganz schön davon. Ganz erträgliches Geschäft. Ich meine, ist ja einfache Arbeit, ja. Wir können ja einfach hier rumsitzen. Und dann passt's ja. So. Ein Bau mache ich noch, dann mache ich, glaube ich, ein bisschen Pause. Mal mein Vesper essen. Nicht Hunger. So. Ich glaube, das hat er nicht gedacht, dass ich hier heute Mittag schon so viele Bäume fäll. Bestimmt hat er das nicht erwartet. Ich weiß nicht, vielleicht muss man die Säge vorne auch mal schärfen. Scheint nicht mehr die beste zu sein. So, dann mache ich mal ein kleines Päuschen hier. Oh, Reifen wechseln wollte ich jetzt aber nicht.
So Leute, aber das soll es gewesen sein von der heutigen Folge. Real Farming, macht's gut, haut rein, bis morgen, ciao.